Um jetzt anzufangen, gehe ich mal auf die Seitenansicht. Rechts. Die Einheiten stellen wir auf Zentimeter und unten alle Rasterpunkte stellen wir. Dann klicken wir auf Skizze und erstellen unsere erste Linie. Das mache ich hinten vom Mittelpunkt der Szene. Da klicke ich jetzt auf dieses Schloss, damit das sich nicht mehr bewegen kann. Eine horizontale Linie, eine Linie weiter und dann verbinde ich mit dem Stift die anderen zwei Eckpunkte. Ich selektiere jeweils zwei Linien und mache die rechteckig zu sich selber. Dann kann ich jetzt schon die erste Dimension festlegen. Das soll 5 cm sein. Kann noch in Millimeter gehen, dann sind es 50 mm. Diese Linie, die hat sich jetzt verschoben, die soll aber horizontal bleiben. Dann klicke ich auf diese Horizontal Constraint oder Einrastmöglichkeit. Diese Linie, die ist jetzt auch 687 mm lang. Sehr gut. Wenn ich jetzt so einen Punkt anwähle, kann ich das hin und her verschieben. Und du siehst automatisch, diese Kante hier unten, die wird rotiert. Okay. Ich kann jetzt zum Beispiel weiterzeichnen. Da kommt jetzt mein nächster Körper. Diese Linie wird horizontal sein und tangential zu der ersten horizontalen Linie. Kann ich diese Linie nur links und rechts verschieben? Das ist genau, was ich haben will. Diese zwei Linien parallel und hier diese zwei senkrecht. Das soll auch 50 mm sein. Ich kann zum Beispiel diese Linie und dann diese anwählen und sagen, sollen beide gleich sein. Ich klicke hier auf dieses Schloss, dann kann ich da jetzt auf alle Anzeigen klicken. Dann sieht man alle Dimensionen die ganze Zeit. Je nachdem, ob man das sehen möchte. Okay. Sehr gut. So, von hier zu dort, da sind das 170 mm. Aber diese zwei Linien, die sind auch senkrecht zu sich selber. Und dann habe ich jetzt diesen Punkt und diese Linie. Da habe ich zum Beispiel in der technischen Zeichnung von euch 217 plus 50 plus 100. Okay, sehr gut. So. Dann haben wir eigentlich jetzt schon mal diese Position. Und dann können wir jetzt diese Linie auswählen. Und das sieht so aus wie 760 mm. Sehr schön. Okay, so wenn ich jetzt mal eben die Skizze beende, kann man schon sehen, was für ein schönes Layout wir da haben. Gut, arbeiten wir weiter. Wieder in die Skizze rein. Na gut. Dann. Jetzt fangen wir an, die ganzen Detailarbeiten reinzusetzen. Ich zeichne einfach eine horizontale Linie, sondern eine Linie geht links und dann runter. Diese zwei Linien sind senkrecht. Diese zwei Linien sind auch senkrecht. Diese Linie ist 25 mm und die ist genauso lang wie diese Linie. Mache ich einfach gleich. Wenn ich zum Beispiel jetzt das auf 60 setze, seht ihr, wie alles miteinander verlinkt ist und automatisch erneuert wird. Eigentlich recht klasse. So, dieses Rechteck, was ich da gebaut habe, das kann ich auch hier in diese Kante reinsetzen. Das mache ich dann das gleiche. Linie und senkrecht. Und dann diese und diese. Die sind gleich und diese gleich. Ich stelle das mal jetzt aus, dann ist es nämlich leichter zu sehen. Okay, sehr gut.
Gleichen wir weiter. Rechtecke sind schön. Diesen Punkt kann ich verschieben, da drauf setzen. Sehr gut. Diese zwei Linien wieder parallel. Senkrecht. Senkrecht. Das ist die gleiche Länge. Und ich glaube, das hier sind 15 mm. Dann die Distanz. Sind 75. Sehr schön. Ein ähnliches Rechteck habe ich auch hier. Da. Dann nehme ich das parallel, senkrecht, senkrecht. Das gleich. Und diese Linie ist gleich. Und das sind 217 mm. Okay, sehr schön. Sehr gut. Okay, haben wir schon fast alles fertig. Hier oben ist eine Verstärkung. Ich tippe hier einfach 50 zum Beispiel rein. Ich muss nicht immer gleich machen. Ich kann das auch manuell eintippen. Da muss ich dann nicht immer rein und raus zoomen. Aber jetzt sind die auch nicht mehr miteinander verlinkt. Sehr gut. Und dann ein Rechteck hier. Und ein Rechteck. Senkrechte meine ich dort. Ja, diesen Punkt, den muss ich da jetzt auf diese Linie ziehen. Sehr schön. So, das sind 50 mm. Und das sind 20 mm. Und das gleiche Ding habe ich auch hier oben. Das mache ich wieder parallel. Die zwei mache ich senkrecht. Und 20. Und dann die Distanz. 75. Ja, so geht technisches Zeichnen kinderleicht. Fertig. So, müssen wir uns nur überlegen, wie bauen wir jetzt alles zusammen. Zum Beispiel das hier ist draußen. Weiß ich nicht genau, wie dick das Ding ist. Ich gehe mal aus. 2 cm. Machen wir 3 cm. Das sieht schön stabil aus. Ihr könnt auch sehen, natürlich, dass ich diese anderen Rechtecke habe, habe ich da schon die Schnitte drin. Perfekt. Das gleiche geht natürlich auch nach innen rein. So. Das mal 3 cm und ganz wichtig, jetzt hier auf diesen Punkt klicken und sagen neuer Körper. Dann habe ich nämlich 2. Wenn ihr nur einen seht, rückgängig machen und nochmal extrudieren. Sehr schön. Okay. Muss ich mir natürlich auch überlegen, wie breit ist alles. Mal 16 Zoll sind Amerika, 16 Zoll sind ungefähr 50 cm. Okay, so 50 cm, 25. Dann dies alles. Muss ich mir überlegen, ne? Von wo nach wo ist 50 cm, 25. Diese Kante ist 30 mm. Also 3 cm. Ja, 25 minus 3, 22. Okay, das heißt, doppelklick diese zwei Körper und dann jetzt auf diesen Pfeil klicken und das ganze Ding dann 22. Zentimeter.
Muss ich nur einmal machen. Denn das ganze Ding, das kann ich gleich rüberspiegeln. Geht ganz einfach. Jetzt diese zwei Körper auswählen. Y-Achse. Und dann spiegeln. Da. Wenn das zum Beispiel jetzt zu breit aussieht, kann man einfach sagen, gut, das Ganze 2 cm zurück. Und diese 2 minus. Ja, ich meine, nicht Millimeter, sondern Zentimeter. Gut, okay. Und dann können wir jetzt anfangen, die Teile ausfüllen, die da fehlen. So, was sind das? Das 200, ja, sehr gut, das passt natürlich. Dann kann ich das rüberziehen, 400 Meter. Dann haben wir das verbunden. Wenn ihr nicht genau wisst, wie die Dimensionen sind, aus extrudieren, bei Flächen auswählen, erste und Ziel und dann Fläche ersetzen. Hier mache ich noch. Super leicht. Na, dadurch, dass das schön modelliert ist. Und kann noch 230 multipliziert bei 2. 460. Okay. Schön. Ich kann auch mehrere Teile zur gleichen Zeit auswählen. Seht ihr, ne? Das geht dann raus. 230 ist dort. Natürlich die Frage, soll das Plan mit dieser Fläche sein? Ich lasse das mal eben so, damit das schön passt. Okay, das ist klasse. Ja, dann kann man jetzt diese auswählen. Und dann gebe ich alle Flächen rüber. So, passt. Da jetzt. Okay. Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Fehler hier gemacht, wie ich gerade sehe. Denn das Ding soll innen drin sein und die sollen draußen sein. Nein, diesen Fehler habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich aus Versehen gemacht, aber kein Problem. Das kann man ganz leicht ändern. Bitte, das schiebe ich einfach Materialdicke nach draußen. Doppelklick. Mal wieder zurück. Ja, gut. So, das passt jetzt. Das heißt, der muss 3 cm rein und der muss 3 cm rein. Gleich auch hier und dort. Praxis, oder Übung macht den Meister. Sage ich für meinen Studenten. Keine Fehler, alles zusätzliche Übung. Gut, okay. Ja, das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Dann kommt das raus. Macht jetzt alles mehr Sinn. Das natürlich nicht. Zack, zack. Ja, fertig. Sehr schön. Ja, um das Ganze jetzt auch noch bequem sitzbar zu machen, kann man einen Körper auswählen. Dann auf Muster. Gewicht den Mittelpunkt, dann seht ihr, der Pfeil ist rotiert. Dann gehe ich jetzt auf Abstand runter, da will ich Sicherheit 6 haben. Und als Abstand, das ist die Frage, wie viel Spalt man dazwischen haben möchte, Zentimeter, also 60 Millimeter, das ist nämlich 50 Millimeter, die Länge des Stücks plus 10. Das ist okay. Aber ich gehe mal davon aus, da müssen wir 5. Wenn wir das hier machen, mit 5 und direkt an der Kante
Wow, genau, ja. Okay, sehr gut. Ja, sehr schön. Kann man die ganzen Teile ein bisschen organisieren? Du, du, du. Und du plus dieses Muster. Okay, diese ganzen Körper schiebe ich jetzt in diesen Ordner rein. Das ist auch okay. Die ganzen Körper wähle ich aus. Da rein. Zeichnung ausschalten. Denn jetzt kann ich diesen Körper auswählen. Bewege ich den Mittelpunkt hier. Und ich kann zum Beispiel jetzt hier angucken, passt das überhaupt? Ja, das kann man perfekt so reinschieben. Das klappt. Okay, sehr schön. So, wir ein bisschen hübsch machen. Visualisierung. Dann gehen wir zu Holz. Die Frage, welches Holz sollen wir hier nehmen? Baumaterial Holz. Wir können auch die ganzen Körper auswählen. Dann gehen wir auf Ändern. Und dann geben wir dieses Material hinzu. Diese grobe Spanplatte macht jetzt wirklich viel Sinn. Na, hier zum Beispiel den Holz. Okay, aus. Fertig. Umwelt. Heiße Umgebung. Wenn man jetzt auf dieses Zahnrad klickt, dann kann man noch das Licht drehen. Ja. So. Eine Visualisierung. Was wir brauchen: technische Zeichnung. Hier geht super leicht. Einfach auf 2D-Zeichnung klicken. Plus. Dann ein Objekt oder alle Objekte. Lippenstift drücken, halten und dann ziehen. Weiter. Dann kann man jetzt den Namen geben, welches Papierformat das sein soll. Horizontal, vertikal, Ansichten, ja, fortfahren. Und da haben wir das dann. Sehr schön. Mit Ansichten kann man diese Ansichten anklicken, hin und her verschieben oder auch die Darstellung ändern, wenn man die Kanten sieht. Um jetzt eine Bemaßung hinzuzufügen, kann man sich einfach zwei Dimensionen oder zwei Ansichten ansehen, von der Seite oder so, oder von vorne. Dann klicke ich einfach auf die Kanten. Wenn ich auf Schließen gehe, Bemaßung. Und wie ihr seht, drücke ich dann auf diese Kanten drauf oder Punkt zu Punkt. Das soll aber jetzt absolut sein. So. Dann kann die Zahlen auch hin und her schieben. Was ist denn der Winkel? Hat. Sehr schön. Was ist dieser Winkel? Na, könnt ihr sehen, das funktioniert wirklich alles sehr leicht. Hier kann man natürlich dann auch Bemaßungen hingeben. Vorne, an der Seite, etc. Und wenn man das dann ausdrucken will, auf Teilen oder mitteilen und ein PDF oder so, man kann das dann per E-Mail wegschicken. Ja, so baut man sich schnell einen Stuhl.